Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück hier zu Risen 3 Titan Lords. Wir haben im letzten Part festgestellt, dass es hier noch eine weitere Mine gibt, die ich bis jetzt sträflich vernachlässigt habe. Weswegen auch der Quest noch nicht abgeschlossen ist und ich noch kein Magier werden kann, weil ich halt ein Dödel bin, ne? Wir machen uns deswegen jetzt heute erstmal auf in Richtung dieser Mine. Das scheint auch wirklich, ja, es ist auch wirklich eine Mine, wo ich noch nicht war. Ja. Sehr gut. Okay, cool. Hallo. Die Fische gibt es wirklich überall. Okay, kämpfe mit dem Schwert. Nice. Hey, was soll denn das? Greif doch nicht mich an. Bin doch nett. Bin doch netter. Oh je. Oh, ich freue mich. Ich freue mich so sehr, wenn wir endlich Magier werden. Und dann wieder mit Feuerwellen um uns schmeißen. Es wird wunderschön, Leute. Es wird wunderschön. Au! Bin mal gespannt. Bei Elex werden wir ja mit Elex 1 wieder als Nahkämpfer starten. Da brauche ich auf jeden Fall euren Input, das sage ich euch. Aber sowas von. Das wird übel werden. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das übel wird. Bist du tot? Ja, es ist tot, Jim. Und das ist auch gut so. So, jetzt müssen wir erstmal hier rein. Hallo, Ratte. Bam. So, hier ist ein Bett. Das ist schon mal schön. Eine Spruchrolle. Kristallfackel. Ah, es wird so schön. Magie macht halt auch einfach Spaß. Muss man einfach ganz klar sagen. So. Sieht nicht so aus, als lebt hier noch etwas, das sprechen kann. Die haben es hinter sich. Oh ja, die sehen fertig aus. Da vorne. Kein Zweifel, das waren die Schattenbiester. Armes Schwein. Wow, was ist hier los? Leute, Leute, Leute. Oh, ja, 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 ja. Mann. Wieso hat mein... Oh, jetzt hab ich meine Waffe weggesteckt. Was ist denn da los? Auf ihn! Er muss feststecken. Ja, ja, ja. Klipp ihn in die Wand rein. Klippen in die Wand rein. Klippen in die Wand rein. Oh. Es ist nicht nett. Und es geht daneben. Es geht natürlich daneben. Es muss ja so sein. Horas, wo bist du denn, Bruder? Wie wär's, wenn du mir mal hilfst? Achso, du bist noch dabei. Alles klar. Ist gut. Ich wusste nicht, dass du noch mit dem Skelett kämpfst. Ich dachte, du wärst schon durch. Natürlich geht's daneben, weil ich halt einfach Magier bin. Und kein Schwertkämpfer und kein Kanonenschütze. Nix bin ich. Oh je. Auch blocken ist halt von Arsch, ne? Jedes Monster blockt mich, geht sofort durch meinen Block durch. Oh, wunderbar. Bin so scheiße. Ah! Guck mal, wie viel das auch aussieht, ne? Wahnsinn. Weil wir halt scheiße sind. Gut, aber es geht voran. Wir haben immerhin schon mal ein paar Schergen platt gemacht. Colin ist tot. Ich glaube, meinem Kollegen geht's nicht mehr gut. Vermisse Bones. Oh, natürlich geht's daneben. Muss ja. Es muss ja daneben gehen, sonst schockt's ja nicht. Los, hau drauf, bitte. Und schießen. Aua. Alter, ich raste aus. Ich hänge hier auch fest. Los, schieß sie doch kaputt. Natürlich geht's wieder daneben. Es muss ja so sein. Oh Mann. Ah, Gott. Hau rauf auf den Scheißhund. Es ist ein Höllenhund. Ein einziger Kackhöllenhund. Die Ratte ist sogar hier schon verzweifelt. Wunderbar. Meine Güte, da nehme ich doch mal direkt einen Rum für. Ah, steh mal wieder auf, Bruder. Du kannst Nahkampf steigern, Fernkampf, List, Einfluss und Härte. Wie geht's dir, Horas? Alles wieder gut? Faruko braucht mehr Bergkristalle. Faruko braucht mehr Bergkristalle. Er sagt, du wüsstest von Wächtern, die immer noch nach den Kristallen auf anderen Inseln suchen. Ja, richtig. Man müsste sie ausfindig machen und sie nach ihrer Ausbeute fragen. Okay.
Wo finden wir diese Wächter? Wo finden wir Wächter, die nach Bergkristall suchen? Gegenfrage, welche Inseln können wir denn ansteuern? Alles natürlich. Also wir können Takarigua ansteuern? Takarigua natürlich. Da habe ich schon alles abgesucht, soweit es mir möglich war. Ich habe aber keinen Bergkristall ausmachen können. Das Piratennest Antigua. Das Piratennest Antigua. Ramon ist dort. Er ist schon ziemlich lange überfällig. Hoffentlich haben ihn nicht die Piraten erledigt. Ja, die Eisenbucht? Die Eisenbucht Kalador. Da ist Cisco unterwegs. Der macht vor gar nichts Halt. Würde mich nicht wundern, wenn er auf Kalador sogar Gräber plündert. Okay, die kleine Tropeninsel Kila? Die kleine Tropeninsel Kila. Kila? Ja, genau. Leonard ist dort. Er faselte was von Spinnenhöhlen und dichtem Dschungel. Ob er dort fündig geworden ist? Ich mag Spinnenhöhlen und dichten Dschungel. Hat schon jemand auf Taranis nachgesehen? Hat schon jemand auf Taranis gesucht? Ja, aber wer weiß, ob wir auch alles gefunden haben, was es auf Taranis gibt. Das Zeug ist schwer zu finden. Solange wir nicht genau wissen, wo wir suchen sollen, ist es für uns eine Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Verstehe. Wie viele Inseln müssen wir denn überhaupt abgrasen? Wie viele Inseln müssen wir denn abgrasen? Ich denke, bei dieser Sache brauchen wir etwas Geduld. Wenn wir genug gefunden haben, sage ich dir noch rechtzeitig Bescheid. Alles klar. Wir sollten uns wieder trennen. Weiter geht's. Gut, er ist noch am Start. Das heißt, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal einfach vorsichtig weiter. Und gucken, dass wir ganz gemütlich den Rest besiegen, der hier noch rumeiert in dieser Höhle. Mine, natürlich. Oh je. Die Viecher gibt es wirklich überall. Ja, möglichst greifen wir auch immer nur einzeln an. Ja. Jetzt am Boden. Alter, sind noch sehr viele Skelette und sowas am Start. Die Viecher gibt es wirklich überall. Wir versuchen mal wirklich immer nur einen rauszulocken, wenn es geht. Ah, nicht auf mich, genau auf meinen Kollegen. Der ist ja nicht umsonst mit dabei, ne? Der soll helfen. Ah, klassische Kost hier. Skelette. Ich will gar nicht wissen, wie viele Skelette ich in meinem Leben in Computerspielen schon platt gemacht habe. Es ging schon los mit dem allerersten Spiel. Das war Prince of Persia, das allererste Prince of Persia. Habe ich auf DOS noch gedaddelt. Da hatte mir mein Vater noch einen Post an den dicken Röhrenmonitor geklebt mit den Befehlen, die ich im DOS eintippen muss, damit das Game angeht. Prince of Persia hatte ich. Dann hatte ich noch irgend so ein 3D-Blobby irgendwas Spiel, wo man, das war wie Doom, aber man hat alles sauber gemacht. Also man hat dann gegen Enten und Schweine gekämpft, die Sachen verdreckt haben und man hat dann mit Seife geschmissen und so eine Kacke. Das war eigentlich ganz witzig und jedes Mal vergesse ich, wie das heißt. Und mein Bruder und ich sinnieren dann darüber, was das für ein Spiel war, wie das heißt. Kommen dann meistens irgendwann nach Wochen drauf, freuen uns einen Keks, organisieren uns das wieder, spielen das kurz und freuen uns, dass es das noch gibt. Ich weiß auch noch, das hatte so eine lustige deutsche Übersetzung mit so einem Lang. Irgendwie, ach, ich weiß schon, was war denn im Intro? Ich muss überlegen. Weiß ich nicht mehr. Ist zu lange her. Ich hab's lange Zeit in meinem normalen Sprachduktus verwendet. Den Ausruf, den einer der Charaktere dann im Intro da macht. Und ja, dann verlieren wir es irgendwie wieder und Jahre später haben wir dann wieder die gleiche Situation, dass wir wieder da hängen und überlegen, wie hieß denn dieses Spiel? Und ja. Aber ich glaube, er hat's noch. Ich hab's wieder verloren und schon inzwischen wieder, aber ich glaube, er hat es noch. Das heißt, ich könnte ihn fragen und dann würden wir es rausfinden. So vorsichtig, nicht zu viel Aggro ziehen. Die Viecher gibt es wirklich überall. So, nicht so viel Aggro ziehen, nicht so viel Aggro ziehen. Scherge, möglichst wirklich. Ich bin schneller, du kleine Drecksschergensau. Oh nein, jetzt kommt noch der dazu. Jetzt wird's eklig. Okay, jetzt wird's leider wirklich widerlich. Oh. Versuch dir mal zu helfen, Bruder. Au, oh, mein Gott! Was soll denn das? Oh Gottes Willen, es geht wieder los. Ich glaube, ich roll einfach nur rum. Und versuch dem Kollegen zu helfen. Ja. Oh, natürlich wird mein Angriff gecancelt, weil der Höllenhund mir in den Nacken beißt. Muss ja so sein. Und das geht daneben.
Aber wir müssen wirklich gleich gucken, wenn wir mit dieser Mine durch sind, dass wir dann möglichst zügig, wahrscheinlich müssen wir die nicht mal befreien, die Mine. Es würde vermutlich reichen, jetzt schon zurückzugehen und zu sagen, ja, Mine sieht scheiße aus, Bruder. Aber nein, ich bin jetzt dumm und versuche sie zu befreien. Warum, weiß ich nicht. Hast du viel Zeit oder so? Ich frage mich ja, ich spiele ja hier auf mega super easy, ne? Oder auf normal, keine Ahnung, auf jeden Fall schon auf sehr leicht. Nicht auf schwer. Wie sieht denn das hier in schwer aus? Lässt man dann wahrscheinlich erstmal weg den Kram, ne? Oder arbeitet es hier wirklich langsam voran, indem man viel die Begleiter machen lässt, ne? Das stelle ich mir noch machbar vor. Rauf auf den Höllenhund! Ja, natürlich, wir sind doch ein Team! Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir in der heutigen Folge noch diese Mine säubern, damit ich dann schön stolz sagen kann, yo, pass auf, Bruder, ich will jetzt Magier werden. Stärkster Magier aller Zeiten. Ah, komm schon, hau rauf da. Okay, ich sammle eben schnell noch Waffen und so. Wir gucken uns in Ruhe um und dann geht's munter weiter. Oh, ein Gnom. Ein toter Gnom. Quicksafen erstmal, war ja doch wieder von Erfolg gekrönt. Hier liegt noch ein bisschen Kristalle rum. Kompliziertes Schloss. Ja, so kompliziert ist das nicht. Du bist einfach nur schlecht. Es geht da noch weiter runter, habe ich das Gefühl. Ich gehe mal eben noch erst in der Höhle gucken, bevor wir da runterspringen. Minenwache tot. Hier, sehr schön. Direkt die Kristallader abernten. So lobe ich mir das. Waren wir schon hier oben? Ja, ich glaube, da kamen wir her, ne? Ja, da kamen wir her, okay. Gehen wir wieder runter. Snacken eben eine kleine Ration hinein und schauen weiter. Hier geht's direkt. Ah, ja, brauchst du mir nicht erzählen. Die sind aua. Lang noch mal zu, Bruder. Bones war da irgendwie cleverer drauf, du. Der gute Bones, der wollte das, er wollte mal ran ans Opferfleisch, weißt du? Der hat immer alles gegeben. Das war ein Kampf. Es gibt noch drei Skelette. Mal sehen, wo die sind. Bin gespannt. Wahrscheinlich müssen wir gleich nach unten springen und dann sind da noch drei. In einem weiteren kleinen Bereich dieser Höhle. Toter Gnom. Das tut mir echt ein bisschen leid. Ach, da, guck mal, da ist noch eins. Hallo! Na? Bam! Direkt in deinen kleinen Kackschädel. Hier, besser geht das ja gar nicht. Wir haben richtig, richtig eingekattelt. Guck mal, da geht ja gar nichts mehr. Der kann sich nicht wehren. Das ist perfekt. Das haben wir so gut gemacht. Ich bin so stolz auf uns. Direkt in diese kleine Ecke hier gelockt, wo er jetzt nicht mehr dazu kommt anzugreifen, weil wir schön seine Animation überbrechen. So lobe ich mir das. Ja, hätte man richtig abhauen sollen. Trottel. Sehr schön. Das hast du sehr gut gemacht. Danke. Wir sind ein sehr gutes Team. Ein im Schritt ergreifend gutes Team. Will nichts sagen. So, eben aus dem Wasser fast trinken. Dann werden wir diese Wurzel dann noch einsammeln. Realisieren, dass wir noch 5,5 Minuten haben und dass das knapp wird, um diese Mine hier noch fertig zu bekommen. Aber egal. Wir werden uns nicht stressen, ne? Nützt dir nichts. Wir bleiben entspannt. Wir wollen das Spiel genießen. Acht Golderz erhalten. Schön. Schön. So, dann gehen wir mal da rein. Da ist noch so eine kleine... Ein kleiner Schacht ist hier noch, ne? Ein kleiner, kleiner Schacht. Oh, guck mal. Ich auch! Bam! Und was sich reimt, ne? Das kann ja nicht schlecht sein. Oh, locken aus.
Yo, da bist du mal eben so 3 Kilometer weit gesprungen, man kennt's, ne? Diese super akrobatischen... Alter, was ist mit dir denn los? Du bist ja richtig geil drauf, ne? Der hat richtig Bock. Der hat richtig Bock, der Boy. Der will es einfach. Meine Güte. Ne, jetzt bin ich dran. Au. Ach Gott, ich bin so froh, wenn wir Magier sind. Nicht mehr lange, Leute. Es dauert nicht mehr lange. Bald. All dieses Leid wird sich bezahlt machen. Vertraut mir. All dieses Leid wird sich am Ende auszahlen für uns. Und wir werden absolut magisch werden. Ist mein Team aktuell hier auf dem Kanal, ne? Hogwarts Legacy. Da sind wir magisch unterwegs. Hier werden wir magisch unterwegs sein. Bam! Lass mich dem helfen! Aua! Ich liebe mein Leben. Oh, natürlich trifft es wieder nicht. So, jetzt hier, komm. Ein Skelett noch. Wir schaffen es vielleicht doch noch. Aber da ist ja noch dieses Loch unten, wo ich gucken will. Mit Wasser und so, ne? Da ist bestimmt noch irgendwas Schönes. Du bist ein Skelett, Mann. Du bist schon tot. Wehr dich doch nicht so viel. Was soll das? Die Schatten haben die ganze Mine entfernt. Ja, also. Ich muss mich beeilen. Sonst gibt es bald niemand mehr auf dieser Insel. Wir geben ja hier alles. Nützt ja nichts. Ne? Wir wollen ja auch, dass es wieder gut wird. Aber es dauert. Es dauert seine Zeit. So, wo führt dieser Weg hin? Wieder an den Eingang. Ja, sieht so aus. Ne, wir kommen, glaube ich, irgendwo anders raus, oder? Ne, das passt. Okay, bevor wir dann in der Höhle nach dem Loch suchen, ich will jetzt eben kurz zurück und Magier werden, ja? Ich habe das Gefühl, wir schaffen das nämlich jetzt. Ich gehe mal eben schnell. Dann schaffen wir vielleicht das noch, diese Folge. Ansonsten nächste Folge. Keine Sorge, ich muss mich nur daran erinnern, dass wir noch in diese Höhle wieder rein müssen, in dieses Loch. Das ist noch ganz wichtig. Aber das schaffen wir. So, Held, lauf! Lauf, Forrest! Lauf! Freue mich wirklich sehr. So. Rinder. Oh, ist am Schwitzen, der Junge. Du, das ist aber anstrengend. Nun haben wir es aber auch. Wegen der Minen. Eine Sache noch, wegen der Minen. Ja? Die Mine im Westen ist jetzt auch wieder sicher. Die Mine im Westen ist wieder sicher. Aber du wirst wohl ein paar Männer entsenden müssen, wenn die Mine wieder Kristalle fördern soll. Gut. Ich werde Cox damit beauftragen, die Mine wieder in Betrieb zu nehmen. Danke für die Nachricht. Auch wenn sie nicht gerade erfreulich ist. Wieso? Die Mine ist doch wieder... Naja, also, ja klar, schon. So, jetzt hast du alle Berichte von allen Minen. Ich würde sagen, ich habe mich bewiesen, oder? Jetzt hast du alle Berichte von den Minen. Ja, die einen erfreulich, die anderen eher weniger. Wie auch immer, wir müssen mit dem arbeiten, was wir haben. Gute Arbeit. Mein erster Eindruck von dir war ja eher... Na, sagen wir, du hast durch deine Leistungen überzeugt. Welche Entlohnung wäre für deinen Dienst angemessen? Wie wäre es, wenn du mich zum Wächter ausbildest? Das fände ich gut. Wie wäre es, wenn du mich zum Wächter ausbildest? Das ist eine Entscheidung, die gut überlegt sein will. Erstens, wenn du dich unserer Gemeinschaft anschließt, dann kannst du keiner anderen mehr beitreten. Das ist der Plan. Zweitens, du musst deinem vorherigen Leben abschwören. Drittens, als Wächter gelten für dich die Regeln des Lagers, wenn du hier bist. Viertens, du musst einen Eid leisten, der dein Leben an unsere Ziele und Ideale bindet. Und fünftens, du wirst natürlich nicht sofort ein vollwertiger Wächter. Du fängst wie jeder andere erstmal als Kadett an. Fühlst du dich dazu bereit, den Eid der Wächter zu leisten? Aber sowas von, da ist noch ein alter Admiral auf Antigua, der auf meinen Bericht wartet. Da ist noch ein alter Admiral auf Antigua, der auf meinen Bericht wartet. So? Dann solltest du deinen Admiral davon in Kenntnis setzen, was du vorhast. Regle das zuerst. Dann werden wir dich vereidigen. Okay. Wir müssen auf einen alten... Okay, also es ist... Okay. Wir dürfen also noch nicht. Wir müssen erst zum Admiral auf Antigua zurück. Habe ich das denn hier schon offen? Ja, Hahn, ist gut. Antigua. Okay, das heißt, dann gehen wir jetzt erstmal Berichte Admiral Alvarez. Bones erzählte mir, dass Admiral Alvarez auf Antigua in Schwierigkeiten steckt. Ich sollte ihm aufsuchen und ihm helfen.
Ah, okay, dann machen wir das als nächstes. Gut, meine Lieben, aber wir sind ganz nah dran. Wir sind ganz nah dran. Ich bedanke mich an dieser Stelle erstmal bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst euch meine Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich sehr, sehr gerne unter dem Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.